Comics einfach lesen, das ist Michael Scheuerl irgendwann zu langweilig. Der Spieleentwickler will mehr als Bildergeschichten auf Papier. Seine Idee? Comics, die sich bewegen, so wie Filmbilder. Das Ergebnis seiner Arbeit ist der E-Comic NetWars. Eine echte Graphic Novel, aber digital. Mit Zusatzfeatures, die ein Papierheftchen nicht bieten kann. Zum Beispiel Musik und Sound, oder man kann die Möglichkeiten der Interaktion bieten oder auch Animationen. Und so kann man eigentlich einen digitalen Comic in verschiedene Richtungen, sage ich mal, vom Print ausgehend weiterentwickeln. Bei NetWars geht es um Hackerkriege. Ein naheliegendes Thema für einen Digitalcomic. In NetWars gibt es 3D-Panels und Bilder, die sich erst nach und nach aufbauen. Drückt der Leser einen Infobutton, bekommt er Zusatzmaterial, um noch tiefer in die Geschichte einzutauchen. Und schließlich kann er sogar selbst mitkämpfen. Man hat dann von diesem Kraftwerk, was ein Wasserkraftwerk ist, einen Schaltplan und kann schrittweise die verschiedenen Turbinen dieses Wasserkraftwerks überlasten und ausschalten. Fast wie in einem Computerspiel also. Das soll vor allem die junge Generation der Comicleser ansprechen. Oder auch diejenigen, die noch gar keinen Bezug zur Comickultur haben. Kein Papier, Texte und Bilder, die nacheinander auftauchen. Und ein Leser, der mitmacht. Für Michael Grönewald vom Reprodukt Verlag ist das kein Comic, sondern ein Albtraum. Das ist halt irgendwie ein komischer Bastard, kein Comic, kein guter Zeichentrickfilm, kein Video, interaktives Videogame, sondern irgendwas dazwischen, was eben kreiert wurde, damit ein Comic auf dem E-Reader oder so spannender ist. Das finde ich relativ frustrierend eigentlich. Oder nicht spannend. Grönewald ist mit seiner Meinung nicht alleine. Für viele sind Comics immer noch Bücher, mit Seiten aus Papier. Und der Comicleser ist ein Sammler, der seine Zelluloseschätze am liebsten ins Regal stellt. So wie der Musikfan, den sich die Musikindustrie immer gewünscht hat. Bloß, dass im Zeitalter von MP3s und Musikstreaming schon lange niemand mehr der CD hinterher trauert. Und während man in Deutschland mal wieder der guten alten Zeit nachweint, ist man anderswo schon viel weiter. In Amerika verdient Marvel mit seiner Digitalsparte schon heute Geld. Amazon hat sich gerade den E-Comic-Verlag Comixology geschnappt. Und japanische Jugendliche lesen Mangas ganz selbstverständlich auf Handy oder Tablet. Aber auch in Europa tut sich etwas, jedoch eher abseits der Comic-Verlage. Zum Beispiel im Arte-Motion-Comic Professor Zyklop. Oder in der Wormworld-Saga von Daniel Liske. Und natürlich bei NetWars. Lars von Törne schreibt seit 14 Jahren über Comics und sagt, diese Vermischung des Comics mit anderen Medienarten ist gar nicht mal so neu. Superman, Mickey Mouse, Donald Duck, diese Figuren sind zum Teil erst im Comic aufgetaucht, Beispiel Superman, und dann über das Radio zu Filmfiguren geworden. Mickey Mouse und Donald Duck hingegen sind eben zuerst in Filmen, Trickfilmen aufgetaucht und dann zu Comicfiguren geworden, sodass hier in beide Richtungen der Austausch der Figuren stattgefunden hat und eben auch der Erzählform. So hat in der Geschichte mal der Comic was vom Film übernommen und mal der Film was vom Comic. Die Vermischung beider Formen hat also eine lange Tradition. Man denke nur an das Storyboard eines Films oder die zahlreichen Comic-Verfilmungen, mit denen Hollywood gerade viel Geld verdient. Neu sind aber die technischen Möglichkeiten des Erzählens im Zeitalter der Digitaltechnik. Comics müssen sich nicht länger auf Papier und Stift beschränken. Und Comic-Junkies müssen sich ihren Stoff nicht mehr in Comicläden und auf Flohmärkten besorgen, sondern kommen auch über das Internet an jede Menge Nachschub.